Sonntagnachmittag und wir melden uns hier aus dem Pinguine Fan TV in einer Woche, in der für die Pinguine sehr, sehr viel passiert ist. Gleich in der zweiten Drittelpause wird sich auch Simone Akin hier im Pinguine Fan TV nochmal den ein oder anderen Fragen stellen, sei es dann das Stichwort neuer Geschäftsführer oder auch den Weggang von André Schicks als Pressesprecher der Pinguine. All das werden wir hier in der zweiten Drittelpause mit Simone Akin auch nochmal ein bisschen aufklären. Heute geht es hier gegen die Iserlohn Roosters, das Duell Niederrhein gegen Sauerland, und bei mir ist ein Spieler, der in dieser Saison noch auf seinen ersten Einsatz warten muss, Dominik Meisinger nämlich. Dominik, herzlich willkommen hier im Pinguine Fan TV. Du konntest bis jetzt noch nicht mitwirken, da dich das pfeifersche Drüsenfieber erstmal erwischt hat, und das ist eine enorm langfristige Geschichte. Ja, wie gesagt, sehr langfristig mittlerweile. Bin jetzt wieder im Training und ich hoffe, dass ich eventuell dann nächste Woche in Duisburg spielen kann. Was macht das mit so einem Profisportler? A, dass einem natürlich das Herz blutet, aber wenn man so lange auch nicht aufs Eis darf, eigentlich gar nichts machen darf. Wie lange warst du insgesamt außer Gefecht? Hast du die Tage mitgezählt? Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, Mitte Mai wurde es bekannt, dass ich es habe. Und ja, ist eine sehr, sehr lange Zeit jetzt schon, und jetzt habe ich echt wieder richtig Bock auf Eishockey. Kann man definitiv verstehen, und vor allen Dingen, wenn es heute ja das Duell Niederrhein gegen Sauerland ist, Pinguine gegen die Roosters, das sind auch immer tolle, meistens auch sehr, sehr enge Spiele. Die Iserlohner haben zuletzt hier einige Spiele gewinnen können im Königpalast, aber wenn man sieht, die Pinguine 4-1 in Wolfsburg gewonnen, man scheint jetzt so ein bisschen so den Grit gefunden zu haben, den es auch braucht, um diese Spiele zu gewinnen. Was erwartest du heute aus dem Teammeeting raus? Du bist ja in der Mannschaft trotzdem mit dabei. Ja, also ich denke, wir haben uns jetzt in den letzten zwei Spielen doch sehr gesteigert, und klar, Wolfsburg ist für mich Iserlohn ist natürlich für mich eine Top-Mannschaft in der DEL, und ich erwarte mal ein ziemlich enges Spiel, aber ich denke, dass wir eine kleine Serie jetzt starten können. Das sagt Dominik Meisinger, der Gott sei Dank auch wieder fit ist, mittlerweile im Training nach überstandenem pfeiferschen Drüsenfieber. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Pinguine Fan TV. Wir drücken dir natürlich die Daumen dann für eine erfolgreiche und gesunde Saison. Und er hat es gesagt, Iserlohn kommt im Moment tatsächlich auch formal als Spitzenteam hier in den Königpalast als Tabellenvierter der deutschen Eishockeyliga. Fordern sie heute hier unsere Krefeld-Pinguine. Gleich geht's los auf dem Eis, 16:30 Uhr.